Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ars Vivendi. Ich bin heute wieder zusammen mit Ricardo Leppe, das zweite Mal. Ich freue mich unheimlich, Ricardo, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben gerade schon miteinander kurz geredet und ich habe gehört, du steckst im Moment in einem Orkan von Projekten. Unglaublich spannende Dinge. Ich möchte heute unser Gespräch fortführen, auch eben mit dem, worum es dir geht. Du bist Berufszauberer und Gedächtnistrainer. Du bist Spezialist im Lernen und hast die Plattform mit deinem Bruder Elias ins Leben gerufen, wissenschaftfreiheit.com. Und ich verfolge das schon seit einiger Zeit, bin immer wieder faszinierend, wie du in der Lage bist, komplexe Sachverhalte deutlich zu machen, eben auch gerade mit deiner wunderbaren Eigenschaft durch ganz andere Herangehensweisen, wie man lernen kann, diese Themen den Menschen nahezubringen, gerade eben auch den Eltern und den Kindern, und hast für dieses Projekt einen Baum als Metapher. Erstmal, Ricardo, herzlich willkommen mal wieder. Danke für die nächste Möglichkeit. Ja, wunderbar. Orkan an Projekten war ein schönes Beispiel, ja. Ja. Dieser Baum, der fasziniert mich, weil er eben den Menschen integriert zeigt und ist ja so eine herrliche Metapher, wenn wir wirklich uns daran erinnern, dass wir eine Kultur der Wälder sind und dass dieses schöne Bild, die Wurzeln tief und breit in die Erde zu streuen, um standhaft zu bleiben, dass wir das brauchen, auch gerade in diesen ganzen Stürmen, die uns gerade umgeben. Richtig. Wie bist du darauf gekommen, auf den Baum? Ich habe ja ganz viele kostenlose Kurse und so online, und ich habe seit Ewigkeiten das Thema, dass ich sage, okay, es sind zu viele Anfragen und jetzt bin ich ja international auch noch unterwegs und ich werde das nie schaffen, die alle abzuarbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kriege ich das digital so hin, dass ich einen roten Faden dadurch bekomme, durch diese ganzen Themen, sodass sich das jeder selber arbeiten kann. Und ich habe so viele Grundentwürfe, könnt ihr jetzt Homepage-Seiten zeigen, wo ich sage, ah, die habe ich dann nach einem Monat wieder weggeworfen. Nein, das ist es auch nicht. Dann habe ich das testen lassen, andere sagen, na, das war es auch nicht. Und dann irgendwann einmal war ich so am Grübeln und dann neben mir, das ist das Original, noch hey, auf dem Stück, wo es der Papa gemalt hat. Da sind noch die alten Kleber drauf. Mein Papa ist ja Maler. Ah, okay. Schön. Das ist das Original-Logo und dann habe ich das irgendwie so, weißt du, so schaust du durch die Gegend und überlegst, dann habe ich das irgendwie im Blickwinkel gehabt. Und dann schaue ich mir eben dieses Logo an und denke mir, ich erkläre es an meinem Logo. Und das war so, klick, ich erkläre den roten Faden an meinem Logo. Ja, du hast jetzt vorher die Struktur schon gesehen, also das ist jetzt noch nicht öffentlich, was da alles passiert. Aber es geht im Endeffekt darum, ich habe ganz viele Kinder bei mir gehabt. Also sowohl in den Schulen, als auch privat in der Nachhilfestunde, als auch wenn es irgendwo schwierige Fälle gegeben hat. Und da waren ganz viele, wo die Eltern sagen, ja, der hat ein Konzentrationsproblem oder der braucht die Mathehilfe oder beim Vokabellernen. Ja. Und dann merke ich bei dem Kind im Gespräch sehr schnell, du, meine Eltern lassen sich gerade scheiden, ich habe in Wirklichkeit Diabetes und habe immer wieder mal Aussetzer und die sagen mir was vom Vokabellernen. Sage ich, naja, will ich dort mal ansetzen. Dann der andere, der sagt, du, ich habe Hautausschläge und werde in der Schule gemobbt und habe panische Angst vor irgendetwas anderem, plus ein Geburtstrauma oder was auch immer. Und dann soll ich mich damit Rechtschreibung auskennen. Und dann bin ich draufgekommen, dass bei den allermeisten Fällen es gar nicht ums Lernthema geht, weil die Basis dafür gar nicht geschaffen wurde, dass er gut lernen kann. Ja. Und wenn man das jetzt bei meinem Logo wieder hernimmt, dann hast du ja unten, das war jetzt idiotisch von mir, dass ich es wieder weggeräumt habe. Ja, wir haben. Ja, ja. Mit der Sonne auch noch integriert. Genau, dass man unten eben diese Beine von den Menschen sieht, gleichzeitig auch diese Wurzeln, die in die Welt hineingehen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, was sind die Wurzelthemen bei einem Menschen? Was braucht er eigentlich, bevor er lernen kann? Mhm. Und dir habe ich es jetzt vorher schon gezeigt, was wir da eben basteln. Da geht es darum, hey, wie ist deine Geburt gelaufen? Wie geht es dir gesundheitlich? Wie geht es dir von der Bewegung, vom Sport her? Was ist mit deinen Eltern? Geht es deinen Eltern überhaupt gut? Sind das klare Vorbilder? Weil wir lernen über Vorbildfunktion hauptsächlich im Leben. Ja, über Beziehung und über Vorbildfunktion. Das heißt, ich setze an und für sich immer bei den Eltern an. Wenn die Kinder, also die schicken mir ein Kind und sagen, ja, das hat ein psychologisches Problem, sage ich, ja, dann komm du mal. Naja, aber mein Kind sagt, nein, du kommst mal. Ja, da schauen die mich immer ganz komisch an.
Dann, was ist die Umgebung für das Kind? Passt das überhaupt? Gibt es da irgendwo Ängste und Traumatisierungen? Ist das vielleicht vom Lerntypus nicht passend für dein Kind? Weil es gibt nun mal Kinder, für die ist alles über 5 Menschen in einem Raum eine absolute Katastrophe. Das geht nicht. Ich kann nicht lernen, wenn viele Menschen im Raum sind. Also ich kann schon, aber wenn ich entscheiden kann, lerne ich für mich alleine. Meine Freundin und mein Bruder wieder, die brauchen andere zum Lernen. Dann gibt es die, die das emotional erklärt bekommen, die das logisch erklärt bekommen. Dann gibt es die Introvertierten, die Extrovertierten. Da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Nur wenn ich sage Lerntypus, habe ich auch viele Videos dazu gemacht. Und da geht es dann eben weiter von Computerspielsucht bis zu disziplinären Themen, bis eben zu den körperlichen. Da gibt es so viele Themen, die man sich ansehen darf, bevor es zum Lernen geht. Und wenn man jetzt so mal die Wurzeln Die erste durch. Frage wäre ja dann tatsächlich, wie geht es dir jetzt? Das ist die erste Frage, mit der beginnt alles. Wenn ich dazu nicht bereit bin, weil ich irgendwo einen Knoten und einen Korken in mir habe, dann bin ich auch nicht bereit, mich zu öffnen und es wirklich fließen zu lassen im Lernen, ne? Richtig. Und wenn ich dort überall Probleme habe, dann kann ich nicht gut lernen. Das kann, Eben, genau. das funktioniert nicht wirklich. Ja, das ist wie das klassische Beispiel: bei meinem Auto leuchten alle Lämpchen, ja, und ich mach den hier. Na, keine Lämpchen, keine Lämpchen. Ja. Und meine Freundin macht das so manchmal, wenn beim Auto irgendwas knirscht und quietscht, dreht sie einfach die Musik lauter. Ja. Schön. Okay. Ricardo wird es richten später. Ja, oder kümmert sich dann drum. Hauptsache, ihr Ja, kommt das muss man. Bei Kindern muss man sich das ansehen. Und an. erst wenn diese Basisthemen halbwegs stark sind, dann sage ich gehe in diesen Bereich und sage, okay, wie lerne ich? Dann gehen wir lesen, schreiben, Grundrechnungsarten, deine Lernthematiken an. Wie lerne ich eigentlich? Wie funktioniert dein Gehirn? Wieso merke ich mir das eine gut, das andere schlecht? Ja? Wie kann ich mit emotionalen Parts in meinem Gehirn, und es fallen in der Schule die durch, die sind ja nur kreativ. Ja, und die sind ja nur sehr empathisch, aber er ist halt in Mathe schlecht, also ist ein Idiot. Wenn du diesen jungen Wesen zeigst, wie sie mit ihrer rationalen Seite über die Emotionen klarkommen, oder anders gesprochen, wenn du ihnen zeigst, wie sie mit der rechten Gehirnhälfte, das heißt über diese Gefühle, über dieses Empathische, über diese Emotionen und Bilder, wie sie darüber Rationales erfassen können, sind die viel schneller wie die anderen. Ja, klar. Weil diese Seite einfach im Hirn viel effektiver ist, grundsätzlich. Aber die Schule ist rein linkslastig aufgebaut und jetzt glauben diese Menschen, sie sind blöd. Sag ich, nein, ihr seid nicht blöd. Das gibt es so gar nicht. Und da geht es eben darum, wie lerne ich? Und wenn ich starke Wurzeln habe und hier verstanden habe, ich bin ein Genie und nichts kann mich stoppen. Ich kann alles lernen. Ich kann morgen Arzt werden, ich kann Journalist werden, ich kann Zauberer werden, ich kann Musiker werden, ich kann Mechaniker werden. Wenn ich das will, kann ich das, weil ich bin ein Genie und ich kann alles lernen, wenn ich das möchte. Klar, wenn mir das von außen jemand draufdrückt und sagt, du musst jetzt, weil in der Familie waren alle, quack, quack, wird schwierig. Das schafft Aber gesunde diese, Persönlichkeit. genau, diese Grundzuversicht, ich kann, das macht so einen Unterschied im Leben. Und wenn ich starke Wurzeln habe und verstanden, ich kann alles und ich habe eine stabile Basis aufgebaut, dann kann ich sagen, was kann ich der Welt geben? Wo entfalte ich mich jetzt weiter? Wo möchte ich zurückgeben? Und ich kann nur geben, wenn ich habe. Wenn sich 5 Bettler gegenseitig in die Hosentasche greifen, dann wird das nichts. Das heißt, ich muss immer zuerst an mir arbeiten, bevor ich irgendetwas für außen tun kann. Das kann nicht andersrum funktionieren. Und so viele wollen dann immer tun und geben und singen, sage ich, wie geht's dir? Und das funktioniert dann eben nicht. Aber der Mensch gibt gerne, und vor allem Kinder geben so gerne. Und sage, okay, jetzt stärke ich dich noch ein bisschen, dann kannst du fliegen. Stärk die Wurzeln, dann fliegen die sowieso mit der Zeit. Und ja, warum ich das mache, ist im Endeffekt darum, ich baue einen neuen Kurs, der kostenlos auf die Homepage dann kommt, wo all diese Themen abgedeckt sind, mit ganz vielen Videos, du hast jetzt vorher schon einen Einblick bekommen und Weiterleitungen und Büchern und was auch immer, Richtig, richtig toll. Ja. wo sich jeder dann einfach wirklich durcharbeiten kann. Und wirklich bei Basisdingen beginnt wie, hey, schau mal an, was ist bei deinen Eltern früher mal gelaufen? Hast du da vielleicht Muster auch mitbekommen? Ja, wir waren alle in der Familie schon schlecht in Mathematik und das sitzt da irgendwie oben drinnen und deswegen ist das halt für dich so. Und vielleicht hat es gar nichts mit dir zu tun. Vielleicht ist ein Trauma aus früherer Kindheit, vielleicht ist bei deiner Geburt was schiefgelaufen. Vielleicht hast du solche Verspannungen, weil du in der Schule immer so irgendwie sitzt, ja, im Nacken hinten drin, dass du da einen Kopf hast und deswegen funktioniert nichts. Also all die Themen sprechen wir hier an. Dass du dann wirklich ein Wesen bist, du sagst, ich kann jetzt geben. Wie kann ich die Welt schöner machen, besser machen?
und dem Vater da oben ein gutes Fernsehprogramm liefern. Ja, das geht wirklich von den Wurzeln an. Und das sind ja auch eben die Kompetenzen, wir hatten das letztes Mal auch nur ganz kurz angerissen, die ja auch ganz offensichtlich in der Schule fehlen. Also ob das Meditation, ob das Atemtechnik ist, da möchte ich auch gleich nochmal darauf zurückkommen. Wie komme ich in die Resilienz oder wie lerne ich eine achtsame Debattenkultur, also ein respektvolles Disputieren und Argumentieren? Oder wie gelingt mir eine Steuererklärung? Also wirklich lebenstaugliche Dinge. Und ja, wir wissen ja um den sogenannten geheimen Lehrplan. Also es geht darum, möglichst breit ne, den Kübel auszukippen, damit der spätere Bürger dann möglichst breit aufgestellt ist. Und dann sehe ich immer sage mal, ja, okay, wenn man jetzt schlechte Mathe ist, aber ein Sportgenie, dann müsste man als Eltern eigentlich merken, ich müsste mal einen Sportcoach engagieren und keinen Mathe-Nachhilfelehrer. Gibt ein Aber schnelles praktisches Beispiel. So, mein Cousin ist ein professioneller Pianist. ja. Der hört was und der spielt dir das einfach nach. Der braucht keine Note, der hört das und kann das einfach. Der spielt in ganz Europa auf Musiktournee. Ist riesig erfolgreich damit. Kann bis heute die Basismathematik und dann ist Ende. Den haben sie gequält mit Nachhilfestunden, dann ist er weil nicht oft sitzen geblieben in der Schule und die haben alle auf ihn eingehackt, was er nicht für ein Idiot ist. Ich kann gut Mathe. Ich bin nicht gut am Klavier. Und ich bin auch nicht gut in Musik. Ist nicht mein Talent. Ich akzeptiere es, ich fühle mich voll okay. Aber zu mir haben die Lehrer gesagt, ich bin das Genie, weil ich kann Mathe. Ich würde meine Oberstufen-Mathematikkenntnisse sofort gegen seine Klavierkenntnisse austauschen. Aber in der Sekunde würde ich das machen. Auf so einer Schule war ich auch. Und Genau. wer darf bitte beurteilen, was hier besser und was schlechter ist? Ja, eben. Und wenn du wüsstest, du hast den neuen Beethoven in deinem Bauch, aber der ist nicht gut in Rechtschreibung. Würdest du ihm nicht dauernd auf die Eier gehen wegen Rechtschreibung in der Schule? Eben, Aber das wir war. haben kein Vertrauen in unsere Kinder, dass das Genies sind. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, genau erfasst. Aber wo ich gerade über Atem sprach, du hast das auch gerade kurz erzählt, dass du wirklich nicht nur an die Wurzeln des Lernens gehst, sondern erstmal abklopft, wie ist Lernen überhaupt möglich, weil es gibt Dinge davor. Und wir beginnen mit dem, was wir am nötigsten brauchen. Mach da einfach weiter. Ich fand es großartig. Ja, genau. Also, wenn manche jetzt gesundheitliche Probleme haben, ja, dann sagen die, ja, vielleicht ist eine Wasserader, vielleicht ist der Elektrosmog, vielleicht ist ein, keine Ahnung, ein Schaß, der mir irgendwo im Darm quer sitzt, sage ich, Moment mal. Wir beginnen bei der Basis. Sag ich, und da frage ich immer auch die Kinder, sage ich, was gibt dir Energie? Was ist deine Hauptenergiequelle? Und dann sagen die alle, ja, Essen, und wenn ich nicht esse, fühle ich mich schwach, sage ich, aha, wie lange kannst du nicht essen? Manche sagen nur einen Tag, sage ich, es geht auch schon mal einen Monat. Da geht es vielleicht nicht gut, aber du kriegst auch einen Monat hin. Sag ich, wie lange kannst du nicht atmen? Und dann ist jedem in der Sekunde, egal wie alt er ist, bewusst, okay, anscheinend gibt mir die Atmung mehr Energie als die Lebensmittel, weil wenn ich nicht atme, ist ganz schnell vorbei. Also wenn da irgendeiner mit mir diskutieren will, sag ich, dann hör einfach mal 10 Minuten auf, kein Problem. Ja, und Also wir atmen alle flach. Wir atmen alle, weil wir es nie anders gelernt haben, ne? Weil, okay, wir müssen Luft holen, ne? Ganz pragmatisch. Aber welche richtig. Kraft dahinter steckt, Wahnsinn. Und wenn die dann müde sind und so, ich mache ja wirklich mit den Kindern auch in der Schule so Atemübungen durch. Vor allem, wenn die dann schon so, Montag früh kaputt. Und dann zeige ich das denen einfach mal. Ich habe das auch mit ganz vielen Erwachsenengruppen gemacht, also letztens auch in der Schweiz, wo die gesagt haben, ja, sie kriegen alle nicht mehr so gut Luft. Das war eher eine ältere Gruppe. Sag ich, habt ihr als Kind gut Luft bekommen? Sag, ja, da war das toll. Und dann habe ich ein Video gezeigt von einem Baby, wie das atmet. Und sage ich, so, und jetzt beobachtet euch mal. Und da hast du richtig gemerkt, wie denen alles aus dem Gesicht gefallen ist. Sag ich, und wer atmet wie das Baby? Niemand. Und sage ich, jetzt machen wir Folgendes. Ich habe einen Timer vorhin hingenommen und gesagt, so, 10 Minuten atmen wir jetzt genau wie dieses Baby mit. Den meisten wirklich, ich kriege so gut Luft, mir geht es so toll, ich bin wieder wach und. Also so absolute Basisdinge, die nicht gemacht werden. Plus, dass in der Schule das Thema ist, diese blöden Sessel und sind von Körperergonomik so weit weg, dass es weh tut.
Und jetzt bist du dann da, weil du auch schreibst, und wenn du wie ich groß bist, ist der Tisch immer so klein und niedrig, und du bist immer in dieser Position, du drückst dauernd deine Lunge zusammen. Und einer der ersten Übungen, wo ich nur mal denen zeige, okay, wie dehne ich hier wieder mal auf, dass hier überhaupt mal wieder was reinkommt, dann machen wir ein paar Atemübungen, dass die Lunge mal wieder merkt, ah, hier werde ich gebraucht. Ja, wie dein Muskel. Wenn du den Kommt nicht Energie nutzt, auf wenn du einmal. dein Bein nicht nutzt, dann verkümmert das. Punkt. Ich fand es so toll. Ich habe mal auf mehreren Retreats holotropes Atmen gemacht und habe sehr verfolgt, was Wim Hof eigentlich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht hat. Eben nicht nur die besondere Atemtechnik, sondern auch Kälte auszuhalten, wo jeder von uns hier sagt, nee. Also, ne, also unter die kalte Dusche, das muss ich ja nicht. Warum soll ich das denn tun? Und es ist eben genauso wie, ja, warum soll ich denn eigenständig denken, wenn es mir doch jemand abnimmt? Ich kann dir sagen, warum du kalt duschen solltest. Das haben wir auch im Video drin dann. Ich habe das übrigens ein ganzes Jahr durchgezogen. Das war, ich glaube, 2017. Das war dann, wo parallel zum Zaubern das Schulding so explodiert ist, dass ich nicht mehr gewusst habe, was ich machen soll. Und gesagt, okay, Regalo, ich will aber beides. Du brauchst mehr Disziplin. Und Disziplin kriege ich nicht über, ja, wird schon mal machen und das Fernseher soll mich berieseln und dann eine Chipstüte, sondern Disziplin kriege ich über die Themen, die ich nicht will. Und ich kann dir sagen, was ich nicht wollte. Kalt Und duschen. das war Kälte, also kaltes Wasser. Da konntest du mich jagen damit. Ich bin vor Mitte Juli in keinen Bach gegangen. Also keine Chance. Kaltes Wasser und früh aufstehen. Wenn ich heute noch kotzen. Also das ist das Letzte für den Ricardo, was es gibt auf dem Planeten. Und ich habe gesagt, okay, es war, ich glaube, was war denn das? Ich glaube, Mitte Dezember habe ich das entdeckt. Und habe gesagt, okay, jetzt muss ich wirklich Gas geben, wenn ich das alles unterbekommen möchte. Ich habe gesagt, ab 1. Jänner stehe ich um 5 Uhr in der Früh auf und gehe eiskalt nur noch duschen. Und nicht so ein bisschen lauwarm, sondern kalt drin. Und im Jänner fängt es gleich richtig schön kalt an, rauszukommen. Ja, und da stelle ich mich jetzt rein. Und ich habe manchmal innerlich geweint und mein Schweinehund hat mir Geschichten erzählt, von hier bis zur Gute-Nacht-Geschichte, alles Mögliche, warum das eine Idiotie ist. Und manchmal bin ich 3 Minuten gestanden und habe innerlich sagt, nein, 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 du hast das Bett, ist warm, du musst nicht aufstehen, du hast heute keinen Termin, du Idiot, geh wieder ins Bett. Aber ich habe es jeden Tag aufgedreht. Ich habe es jeden Tag gemacht. Und es hat Nicht nur. fantastische Resultate geliefert. Ja, vor allem, du stärkst nicht nur deinen Körper, deine Abwehrkraft, dein Immunsystem. Da frage ich mich immer, wo bleibt diese Anregung, ne? Als hier jeder Schrie der Virus kommt und bringt uns alle um. Resilienz und in die eigene Abwehrkraft zu gehen, war ja überhaupt gar kein Programm zu dieser Zeit. Und da denke ich immer, wenn man es gut mit jemandem meint, dann gibt man einem doch Anregungen, wie man selber in die Kraft kommt und Lösungsangebote und das, was Eisbaden bringt. Also ich habe das gemacht, das erste Mal, wo ich auch gedacht habe, ich steige da jetzt rein, ne, in die Eistonne. Und es war Gott sei Dank mitten im Sommer, Ja. und da übrigens mitten im Lockdown. Und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, bist du einmal drin? Ja, ist schweinekalt, aber es ist nicht mehr so schlimm, weil auf einmal der Körper völlig aufdreht und du das, was du von außen noch als so eiskalt unaushaltbar gesehen hast, war, als du drin warst, nun gar nicht mehr so schlimm. Und es war Schlimm in. wird es, wenn du in fließendes kaltes Wasser gehst. Ja. Dann baut der Körper diese Wärmeschicht nicht auf. Das ist nochmal ein anderes Level, Das ist finde ich nochmal eine andere total cool. Geschichte, ja. Ja, das glaube ich schon. Aber seit dem Tag habe ich mir vorgenommen, jeden Morgen, also nicht nur kalt duschen, aber zumindest 30 Sekunden unter kaltem Wasser, fließendem kalten Wasser, unter der Dusche zu stehen. Und es geht eben nicht nur in den Körper, es geht eben auch mental in genau das, was du sagst. Du überwindest dich, du stärkst dich, weil du einfach nochmal deinen Hintern bewegst und hochkriegst. Und stolz auf dich bist. Jeden Morgen bist du stolz auf dich, dass du diesen Mist hinter dich gebracht hast. Und du bist sowas von wach und ich kann dir sagen, als Mann, es ist das Nummer-1-Mittel gegen Morgenlatte. Die ist innerhalb von einer Millisekunde ist die weg. Okay. Ja. Begleiterscheinung. Richtig, so die angenehmen Nebeneffekte. Aber ich kenne es ja auch, ich habe ja dann ganz viele angestiftet auf die Idee.
Und wir sind dann noch ein Jahr später zu Silvester in den Bach gesprungen, bei uns in der Nähe alle. Da war rundherum Schnee und alle sind dort hinein. War echt ein lustiges Erlebnis. Aber wenn du jetzt, und das habe ich von Rückmeldungen von anderen zum Beispiel bekommen, wenn es jetzt darum geht, hey, ich sollte auf Schokolade verzichten, aber mein Wille, wenn ich da vorbeigehe beim Supermarkt, schaffe ich nicht. Und wenn du jetzt in der Früh kalt duschst, ist das so viel mehr Disziplin, als einfach bei diesem blöden Regal vorbeizugehen. Dass ganz viele gesagt haben, mir ist überhaupt nicht mehr schwer gefallen, weil das so viel drüber ist. Das Richtig. ist wie wenn ich sage, ich laufe jeden Tag in der frühen Marathon und am Nachmittag ist meine Herausforderung, naja, ich muss 5 Stockwerke hochgehen. Und denkst, also, 5 Stockwerke, wen interessiert das? Und das macht es einfach. Ja? Also da gibt's jetzt so viel dazu zu sagen, aber da verbringen Ja, wir dann das den ist ganzen Tag. total schön. Auch wo du natürlich privilegiert bist, du hast den Bach in der Nähe und du bist dann, kannst dann nackt reinspringen, bist also auch in dieser Urkraft, in dieser Verbundenheit mit der Natur. Das kommt ja dann auch nochmal dazu. Na, dass du dich da auf einmal eingebunden fühlst und ne, diese Beziehung aufbaust mit dem, was unsere Vorfahren seit Jahrtausenden erlebt haben. Die hatten früher halt keine warme Dusche morgens. Und auch das ist natürlich ein unglaubliches Geschenk, das wieder zu erfahren, allein durch so ein, ja, so ein Ritual, ne? Das ist ein Ritual, weil es Diese Verbindung wieder mit den Elementen. richtig. Weißt du, wir versuchen ja jetzt alle Elemente auszuschalten. Ist kalt, bleiben wir drinnen und packen uns ein. Ist es heiß, bleiben wir vor der Klimaanlage und gehen nicht mehr raus. Also wir versuchen all diese Elemente, die spüren wir plötzlich nicht mehr. Das macht aber sehr lebendig. Also wir haben das Atmen, was wir brauchen. Was wir am zweitnötigsten brauchen, ist das Wasser. Wir müssen trinken. Und jetzt kommen wir zur Ernährung. Ich möchte noch eins zum Wasser sagen. Also, Ja, ihr wisst erzähl. viel, habe ich x Videos dazu gemacht. Klar. Ich mache den Menschen immer als erster bewusst, sage ich, okay, dein Leben ist ein Wasserkreislauf. Wir kennen den Wasserkreislauf, wie das da draußen rinnt, da regnet, jetzt kommt es runter, da, 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 da. Sage ich, nein, dein Leben auch. Sage ich, wo hast du begonnen? Und man sagt, okay, wenn die Eizelle befruchtet ist und das Ding fängt an zu wachsen, sagen wir so in Tag 1 oder Woche 1, da bestehst du zu 99% nur aus Wasser. Da sind ein paar Proteine, da sind ein bisschen Mineralien, da ist nur Wasser. Das heißt, mit 99%, 99,8, wenn man es ganz genau nimmt, kommst du hier an. Dann in jedem Monat im Bauch deiner Mama verlierst du 1%. Du kommst mit 90 auf die Welt, also 90%, nicht 90 Jahre. Und dann geht das im Alter von Jugend und so runter, Stück für Stück. Dann hast du dann irgendwann noch 85, nochmal 80 und ungefähr bei 75 bis 70%, da pendeln wir uns als Erwachsene ein. Und dann so ungefähr ab Pensionsalter, bei manchen früher, bei manchen später, je nach Lebensstil, geht das runter auf 60, 55%. Bin ja lange im Roten Kreuz gefahren, das ist, wenn die Haut dann so richtig steht und du siehst, es wird runzlig. Und wenn du auf 50% kommst, also auf die Hälfte von dem, mit dem du gekommen bist, dann gehst du in den Kreislauf wieder ein. Und das ist der Wasserkreislauf des Menschen. Das heißt, wie lange du hier bist, hängt massiv davon ab, wie viel Wasser deine Zellen noch speichern können. Und unsere Organe sind hochprozentiges Wasser, Lunge 86%, Herz 85%, Hirn noch mehr, Augen 99% Wasser. Wenn wir unsere Knochen rausrechnen würden, wären wir fast nur noch Wasser und ein bisschen Mineralstoffcocktail. Und dann kann es nicht egal sein, in welcher Qualität und in welcher Quantität dass wir das zu uns nehmen. Das kann einfach nicht egal sein. Dass wir es Du überhaupt wolltest was zur Ernährung sagen. dass wir es überhaupt in ausreichender Menge zu uns nehmen. Das Wenn auch. wir uns Deswegen die sage ich, Qualität, Quantität. Richtig, richtig, genau. Ja, das ist uns gar nicht bewusst. Richtig. Ja. Ich habe gerade überlegt, ich habe gerade, ja, das finde ich natürlich auch in diesem Mensch, der ja auch als Baum bei dir im Logo dargestellt wird. Weil der Baum ja auch, der hat ja genau diesen Kreislauf, diesen Torus, ne? Wo du dann auch genau, ne, von den Wurzeln durch den Ist ja auch Stamm. das Wasser dann rundherum. Genau, richtig. Auch da der Kreislauf wieder. Ne? Richtig. Ja, wunderschön. Das ist richtig klasse. Ja, die Ernährung. Genau, und da sind wir dann darauf eingegangen. Und ich hab gelernt für mich, was wirklich gut ist für den Menschen, das springt dir entgegen. Und da musst du dich nicht darum kümmern. Jetzt mal sagen, ja, ich muss den ganzen Tag arbeiten und Lebensmittel und hier. Und sage ich, nein, was wirklich gut ist für dich,
Das springt dir entgegen und du musst dich um nichts kümmern. So, was gewinnt? Der Bio-Apfel aus dem eigenen Anbau, wo du den Humus gemacht hast, wo nicht gespritzt wirst, oder der aus dem Supermarkt? Das schmeckt jeder innerhalb von einer Sekunde, dass das anders ist. Ja. Nimm eine eigen angebaute Tomate und eine Supermarkttomate. Du kannst, wenn du die eigens mal angebaut hast, die Supermarkttomate nicht mehr essen. Das schmeckt wie Wasser mit Farbe. Das heißt, aber diesen Apfelbaum, okay, den musst du vielleicht einmal setzen. Können wir darüber diskutieren. Wobei in der Natur, also bei uns, wenn wir ihn einmal gesetzt haben, das sind so viele weitere, weil die sich ja selber weiterverbreiten. Da muss ich nichts tun, den muss ich nicht gießen, den muss ich nicht irgendwie düngen, da muss ich nicht von Schädlingen freihalten, sondern der ist stark genug. Und dann wollen manche irgendwelche Superfoods und Dinge, das ist ja total im Trend die letzten 10, 20 Jahre. Ja, tolles XYZ-Pulver aus dem brasilianischen Urwald, die kleine Dose, nur 70 Euro. Klingt doch toll. Ja. Und ich sage, ja, dein super tolles Pulver, das verliert im Normalfall zu 99,9% gegen Brennnesseln, Gänseblümchen oder den Löwenzahn. Aber Das wenn ich sage, du, ich habe hier Gänseblümchenpulver, ja. 70 Euro die Dose, dann wird jeder sagen, Moment mal, das ist vor meiner Haustür Ganz genau, bescheuert. ja. Aber wenn du dir eine Brennnessel ansiehst, die ist stark, oder ein Löwenzahn, den musst du nicht düngen, musst du nicht drum kümmern. Dann kannst du ausreißen, am nächsten Tag steht der gefühlt wieder da, der wandert durch Beton durch. Welche Kraft kann dir der also geben? Und wenn du den einfach von den Inhaltsstoffen her nimmst, ist das allem überlegen. Also die Wildkräuter sind ziemlich allem überlegen, was es da draußen noch nur irgendwie zu finden gibt. Und die Wildkräuter, die wachsen dir entgegen. Du musst sie nur noch nehmen und da reinschaufeln. Okay, das nimmt dir niemand ab und vielleicht noch mal selber kauen. Okay, ganz schlimm. Ja. Aber da musst du nichts tun dafür. Und ich habe dann auch noch gelernt, wenn du in wirklichen Details reingehst, was noch besser ist dann für den Körper, also in den Wildkräutern sind dann zum Beispiel die Wildbeeren. Wir wissen, was eine wilde Heidelbeere oder so, was das für Inhaltsstoffe für deinen Körper macht. Und die kommt auch von selbst. Und dann haben wir gedacht, wir hatten lange das Problem mit Schnecken zum Beispiel. Ja, wir haben Salat und Ähnlichem. Ja, gesagt, das kann nicht sein, einer Logik nach, wenn Gott sagt, okay, ich gebe euch hier diesen Planeten oder auch von der Biologie her und der Mensch soll sich davon ernähren, warum haben wir diese Schädlinge, diese sogenannten? Und dann sind wir draufgekommen, dass die nur Lebensmittel wegfressen, die verändert wurden. Ach. Also nicht mehr ideal sind für den Menschen. Ja. Und wir haben dann angefangen, so alte Sorten zu finden. Also bei alten Bauernhöfen. Und dann haben wir in der Schweiz einen gefunden, der ganz von seinem Urgroßvater viele alte Samen noch gehabt hat. Und da findest du natürliche Salatsorten, die sich auch selbst vermehren. Da musst du nicht pflanzen, musst du nicht gießen, einsetzen, Ruhe lassen. Wie eine Brennnessel. Ja. Die schmecken intensiver und die Schnecken lassen die in Ruhe. Und die haben nur das genveränderte Zeug weggefressen bei uns. Das ist ja, und dann... Und wenn du da ins Denken kommst, dann sagst du, der arbeitet gar nichts gegen mich. Wir haben es nicht verstanden. Ja. Wir pfuschen rein in das System, machen Probleme, dann will die Natur das bereinigen und wir sagen, die ist gegen uns. Ja. Wir haben es nicht verstanden. Und du hast das, dieser Begriff Unkraut, ne? Das ja. ist ja auch irgendwie, das muss weg. Das ist Unkraut, das wuchert, das Schädling. Ja, warum eigentlich? Meisten Unkräuter schlagen alles, was du im Supermarkt kaufen kannst. Ist der Hammer. Mein Bruder macht ganz viele Videos, wo man da durchgehen, wie man die nutzen kann. Die Kinder lieben es. Es ist eine Zeit lang gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil wir Bitterstoffe aus unseren Lebensmitteln rauskultiviert haben. Ja. Am Anfang ist das komisch. Ja. Aber danach schmeckt das für dich wieder ganz normal. Du musst nur aus diesem Trott raus, weil das eben nirgendwo mehr drinnen war. Aber schau mal, wenn du Probleme hast mit Galle, mit Leber, mit Verdauung, mit Magen, was gibt man dir? Bitterstoffe. Stoffe, genau. Vielleicht fängt das gar nie an, wenn man die immer zu sich nimmt. Ja. Nur mal so als Tipp. Ja, klar. Und dann habe ich noch ein Lebensmittel oder zwei Lebensmittel gefunden, die alles weitere wiederum geschlagen haben. Also sowohl die Brennnesseln und die Wildkräuter, als auch die Beeren. So, war ich ganz perplex. Es stand in alten Büchern, in so alten vedischen Schriften, das Geheimnis, das dem Menschen verwehrt wurde, ist Nahrung, ist Atmung. So, jetzt habe ich gewusst, okay, Sauerstoff, qua, qua, qua. Er sagt, aber es ist keine Nahrung, es sind keine Bestandteile drin. Ich komme dann nicht weiter an dem Punkt. Und dann habe ich einen Biologen gefunden, der ein Video reingestellt hat und Baum, Blüten und Blumenpollen analysiert hat. Also was so rumschwirrt drei Viertel des Jahres. Ja.
Und im Frühling, also meine Eltern wohnen beim Wald, da ist alles gelb im Frühling am Boden. Ja, Dann ich haben kenne wir das Zeug, Pinienpollen und sonstiges, ohne das Ende. ist noch reichhaltiger. Da hast du sogar Dinge drinnen wie Vitamin D3, K2, Östrogen, Testosteron und Co. Ha, unfassbar. Also, Ja. und dann haben wir, dann nimmst du im Frühling mal so ein großes Säckchen, ja, und gibst das über so eine Tanne oder irgendwas, über so einen Ast drüber, wenn da die Pollen voll drin sind, machst du mal schüttel, 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 und dann ist da drin alles gelb. Und das streu dir mal über den Salat oder über dein Müsli. Das ist der Hammer. Ja. Kostenpunkt Ja. Zero. Ja? Und das würdest du im Normalfall, wenn du natürlich lebst und ein bisschen Zeit draußen verbringst, atmen. Nahrung ist Atmung. Und dann sind wir vor 1,5 Jahren nochmal auf ein Lebensmittel gekommen, wo du dann drauf kommst, es wird immer nur einfacher. Es ist ungewohnt, so zu denken, aber es wird immer einfacher. Weil das sind alles Dinge, da musst du dich nicht drum kümmern. Um die Fichte muss ich mich nicht kümmern, dass die wächst und im Frühling dir welches Pollen runterhaut. Das muss ich nur nehmen. Und zwar Gras. Sagen wir die Veganer, die Grasfresser. Mittlerweile sage ich ja. Ja. Das stinkt normale Gras. Unser Gras, das italienische Reigras und Co., hat noch mal mehr Inhaltsstoffe. Da gibt es Grassorten, die bei uns wild wachsen, die 36% nicht Protein haben, sondern Aminosäuren, die schon aufgespalten sind. Wir wundern uns manchmal, warum so ein Ochse, der den ganzen Tag Gras frisst, oder so ein Pferd, das sogar nur noch Stroh frisst, So stark ist. so ein Ding sein kann. Ja, klar. Oder so ein Gorilla. Und dann haben wir uns angefangen, diese Grasanalysen anzuschauen. Da hat uns das Hirn rausgeblasen. Also gibt es was Leichteres zum Anbauen wie Gras? Nein. Und dann haben wir eine Familie kennengelernt, die den Kindern, also die leben auch so ein bisschen abgeschieden. Da geht der Papa in der Früh her mit der Sichel, einmal unten durch, dann hat er so ein Grasbüschel in der Hand. Das schmeißt der in den Safter, das ist das Frühstück für die Kinder, und sagt, die kommen erst am Abend wieder mit Hunger. Na, Und die Kinder sehen richtig gut aus. ja. Also nicht unterernährt oder irgendwas. Sagt, am Abend holen sie dann was Festes. Also da gibt es dann selbstgemachtes Brot mit Avocado und Kräutern drauf oder was auch immer. Sagt, aber meistens reicht ihnen das den ganzen Tag. Und denkst du, wird es noch einfacher? Wir haben alles vor der Tür und es wird nicht vermittelt, es wird Ja. in den Schulen nicht unterrichtet. Und dann kommt so ein Konzern wie Monsanto und sagt, ihr dürft aber jetzt nur noch unsere Samen verwenden. Was ist hier passiert? Ich meine. Hast du das in Frankreich mitbekommen mit der Brennnessel? Nee, erzähl. Es ist schon, boah, wie lange ist das her? 10 Jahre oder so. Da hat das Umweltministerium oder das Bauernministerium, keine Ahnung, wie die dort heißen, Brennnesseln verboten. Denkst du, Brennnesseln? Hä? Was soll der Blödsinn? Weil die Bauern dort, die Älteren, das noch wussten, Brennnessel in Wasser einlegen, Brennnesseljauche machen, das aussprühen, ist nahrhaft für die Pflanzen ohne Ende und bekämpft die meisten Schädlinge. Ach, dann konnten die keinen Dünger mehr verkaufen. Kostenpunkt null. Genau. Kein Dünger, Kostenpunkt null ist auch noch, ist Dünger plus Pflanzenschutzmittel in einem. Ach, guck mal. Und jeder Bauer hat Brennnesseln. Also da hat keiner Mangel dran. Und dann sind die hergegangen und haben gesagt, nein, ihr dürft nur noch Monsanto kaufen, weil, und die Begründung, sorry, da musst du, ich bin gegen Gewalt, aber da musst du denn die Missgabel so tief hinten reinhauen, dass sie beim Mund wieder rausschaut, der das sagt, weil Monsanto hat die Zertifikate, dass es biologisch verfügbar ist und abbaubar ist, aber Brennnessel hat diese Zertifikate nicht. Na, wunderbar. Ja. Denkst du, aha, das heißt, der Apfelbaum darf jetzt keine Äpfel mehr produzieren, weil der hat nicht das AMA-Gütesiegel aus Österreich bekommen. Also lieber Apfelbaum, bevor du nicht das Gütesiegel hast, gibt es keine Äpfel mehr. Das ist ein Wahnsinn. Da kriegst du Kopfschmerzen dabei. Ja, ich meine, das ist natürlich gesteuert. Es geht immer um die Kohle. Also, ne? Ist mir schon bewusst, ja, aber ich möchte da einfach zeigen in diesen Bereichen, wie einfach es wäre. Und ich habe an und für sich in den ganzen gesundheitlichen Themen, außer beim Wasser, wenn du keine Wasserquelle in deiner Nähe hast, ja, dann sage ich, okay, kauf den guten Filter, da sagen wir auch, worauf man achten würde. Ich habe da keine Lösung gefunden. Wenn du nichts hast, wenn du keine Quellen in deiner Umgebung hast, wo gutes Wasser ist, du bist im Industriegebiet irgendwo Ja. in der Nähe von Köln in Deutschland oder in Essen, wird schwierig. In allen anderen Fällen, Gras, Wildkräuter, Beeren, Baumpollen, barfuß gehen, wir haben
grandiose Lösungen, die, also vor allem barfuß gehen, ist echt teuer, kann ich dir sagen. Ja, und die Baumpollen, also die finanziell ruinieren die dich. Womit ich manche Nahrungsergänzungsmittelhersteller überhaupt nicht geliebt haben für meine Videos, sage ich, aber ja, geilstes Zeug. Alles da. Geilstes Zeug, es wuchert dir entgegen. Ja. Du musst es nur noch nehmen, nicht kaputt machen. Und das ist auch die Analogie zum Baby oder zum Kind, wenn immer sagen, ja, mein Kind hat noch mehr Nachhilfe und Technik, sage ich, nein, lass es in Ruhe, nicht kaputt machen. Nicht diesen Lerndrang kaputt machen, der eh da ist. Ja. Also, ja, wie kann ich mein Kind motivieren zum Lernen? Sage ich, der war doch motiviert, das wurde nur kaputt gemacht. Nicht kaputt machen, es ist alles da. Und in der Natur genauso, wenn du es nicht kaputt machst, ist alles da. Ja. Wir denken immer so in diesem Mangeldenken. Ja? Es ist alles da, wenn wir es nicht kaputt machen. Und das ist reichlich da. Ja. Da sind wir wieder bei der Magie. Wie wir angefangen haben, Wildkräuter und mehr in diese Richtung zu arbeiten, Wildkräuter, Gras und Pollen und Co., ja. Wir haben damals gedacht, also meine Eltern haben einen halben Hektar, haben wir gesagt, ja, wenn du das mit Tomaten und Kartoffeln und so alles selber machen willst, dann wird es eng. Wenn du das so betrachtest, weil das Zeug wächst so schnell nach, du kappst die Brennnessel ab, kochst es und 3 Tage später kommst du dorthin und sagst, ich war nie hier. Da sagst du, okay, ich brauche eigentlich sogar viel weniger Platz. Ja. Und wenn wir, also da gibt es jetzt auch noch ganz viel, aber eine schnelle Berechnung dazu. Wir haben dann mal angefangen zum Rechnen und gesagt, okay, jetzt sagen wir haben Hungersnöte, wir sind zu viele Menschen auf der Bevölkerung, quack, quack. Und dann haben wir gesagt, glaube ich so gar nicht, ist künstlich erschaffen worden. Weil wenn wir nur dieses Basiswissen wieder hätten, ja, und wir jedem, sagen wir mal, wir geben jeder Familie 1 Hektar Grund, 10.000 Quadratmeter. Das kannst du jemandem, der in Tokio wohnt, in seiner 2-Quadratmeter-Laube sowieso nicht erzählen, was 10.000 Quadratmeter sind. Aber wir machen mal wirklich, wir hauen mal voll raus. Du gibst jeder Familie das. Es gibt durchschnittlich 5 Menschen in einer Familie, in Asien ein bisschen weniger, in Afrika auch, bei uns weniger, in Nordamerika auch. Also kann man sich einfach ausrechnen, wie viele Menschen das sind. Durch 5 hast du die Anzahl der Familien. Ja. Und jetzt schaust du, in welchem Land geht sich das aus? Und dann kommst du drauf, und es ist nicht Russland, in einem Land der Welt könnten wir alle leben, jede Familie hat 10.000 Quadratmeter und wir sind überbevölkert. Ja. Irgendwas habe ich nicht kapiert. Und ja, klar, wenn wir das so wie jetzt machen und wir zerstören das alles und da kann man nichts mehr essen und wenn die nicht zum Supermarkt gehen können, dann verhungern die Leute, ja, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber wie heißt es so schön, halte sie dumm, dann kannst du sie leichter regieren. Richtig, das ist eine Systemfrage. Und es geht, so wie ich gehört habe, haben wir Ressourcen für 10 Milliarden Menschen. So, ich glaube, also, Minimum. Ja. Wahrscheinlich, also, ja. Das ich habe mal so ein bisschen rumgespielt mit meinem Bruder, wenn wir dieses Kräuter und was natürlich wächst und das in einer Permakultur auch noch machen, ja, gehen sich wahrscheinlich 50 auch locker aus. Ja. Aber dann wäre doch die nächste Frage, die sich daraus resultiert, wenn man das jetzt weiterspinnt und wie kriegt man das durch? Wie kann man einen Systemchange, einen Paradigmenwechsel wirklich auch etablieren? Dann kommt man ja wieder zum nächsten Punkt, nämlich die Frage, ist man nicht drauf und dran, gerade eine Weltregierung etablieren zu wollen, die das denn einfach durchdrückt? Also das ist so mein Gefühl, was im Moment um mich herum passiert. Denn wir werden ja nicht motiviert, in unsere Resilienz zu kommen und es werden ja überhaupt keine großen Perspektiven aufgezeigt, wie wir durch die bestehenden Probleme überhaupt durchkommen, weil es werden immer mehr Probleme, es werden immer mehr Angstnarrative. Alles dreht sich um Verunsicherung. Und ist da nicht irgendwo ein Zusammenhang zu erkennen? Oder bin ich jetzt wieder der Verschwörungstheoretiker? Weil, du bist mehr so der Verschwörungspraktiker, so wie ich. Ja, ja, das ist schon richtig, dass die das versuchen. Ja. Versuchen tun die viel. Gerade an, was die letzten Jahre alles versucht haben und was sie uns angekündigt haben, was passieren wird und Co. Das interessiert mich eigentlich relativ wenig, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier irgendwo einen Bereich von ein paar Parasiten, die 0,1% der Weltbevölkerung ausmachen, das kann so nicht funktionieren, wenn das Bewusstsein der Menschen nicht so niedrig ist, dass sie da mitmachen würden. Ja. Und sie schaffen den Menschen so viele Probleme, dass sie in die Gänge kommen müssen, weil nichts mehr funktioniert.
weil sie körperlich am Rand stehen, weil sie geistig am Rand stehen, weil sie keine Vision mehr haben, weil die Kinder sich immer mehr, ja, leider Erfahrungen immer mehr umbringen in jungen Jahren, weil einfach sie sehen nur noch die Erde bergab gehen. Richtig. Deswegen kommen immer mehr selbst in die Gänge und sagen, okay, ich fange an mir zu arbeiten, um die Welt zu verändern. Nur damit kannst du anfangen. Mit dir selber kannst du anfangen. Nur damit. Ja. Und du kannst niemanden überzeugen, aber wenn der sieht, dir geht es besser, dann wird der Fragen stellen. Und nur damit kann es funktionieren. Und ich sage, ich habe auch das in den Schulen, oder beim Essen gesagt, hört auf, das irgendjemandem zu erzählen. Ich habe das in meiner Schulklasse damals probiert, die haben mich alle ausgelacht, die sind alle gegen mich gegangen. Jetzt, jedes Jahr kommen ein, zwei auf mich zu. Du, mein Kind hat Allergien, ihr habt es in der Familie nie gehabt. Was hast du mir damals nochmal erzählt mit 14? Können wir das nochmal durchgehen? Es ist immer nur eine Zeitfrage. Wenn es einmal richtig drückt, kommen die alle irgendwann. Und wenn die merken, hey, deine Kinder haben Spaß am Lernen und ihre nicht, dann kommen die Fragen irgendwann einmal. Es war bei meinen Eltern, die sind attackiert worden und ausgelacht worden und selbst von ihrer eigenen Familie. Jetzt heißen sie, werden kranke, dumme, unselbstständige, kleinwüchsige Muttersöhnchen erziehen mit dem, was sie machen. Also zumindest kleinwüchsig bin ich nicht, das kann man definitiv ausschließen. Aber es war alles nicht richtig und mit der Zeit sind die fast alle gekommen, haben sich A entschuldigt und B gesagt, ihr habt die ganzen Probleme irgendwie nicht, die wir haben. Wenn wir nicht doch mal reden, deine Kinder haben sich nicht von dir entfernt, die freuen sich jedes Mal, wenn sie zu den Eltern kommen, die wollen sogar kommen, da ist nicht, ja, wir warten auf Weihnachten, bis unsere Kinder uns mal wieder besuchen kommen, die kommen die ganze Zeit. Hey, wieso bist du 65 und hast noch immer kein Medikament genommen und kein Bluthochdruck und keine Knieprobleme und kein dies und kein das? Ja. Und auf einmal kommen die alle zum Papa und die kommen mittlerweile weltweit. Nur, dass sie ihm da ein paar Fragen stellen können, wo sie früher gelacht haben. Was bleibt uns denn übrig, als optimistisch zu sein, dass sich das durchsetzen wird, was dem Leben dient? Also das Leben setzt sich immer durch. Richtig. Immer. Richtig. Das sind Gesetzmäßigkeiten, da kannst du Kopf stehen. Da bist du wieder bei der Brennnessel, die durch den Beton geht. Es ist eine Frage der Zeit. Und vielleicht ist das ja auch eine Hoffnung, eine Perspektive, einfach zu sehen, ja, wir sind gefühlt in immer größeren Unruhen, in immer größerem Chaos. Aber da bin ich bei diesem Thema die Kraft der Gedanken. Ne? Also wenn eine gute Idee sich Bahn bricht, dann kannst du sie nicht mehr stoppen. Und wenn die dann auch von Mund vor Ohr geht und weitergetragen wird, weil sie sich bewährt, weil sie richtig ist, gefühlt, emotional richtig ist, dann hältst du die nicht auf. Nein, wenn die einmal im Feld ist, ist vorbei. Ja. Und ich glaube ja, dass diese Menschen, oder ob es Menschen sind oder nicht, kann man diskutieren, weil was manche da aufführen, hat mit Menschlichkeit nichts zu tun, dass die weder groß kreativ sind, dass die sehr rational sind und dass die selber gar nicht schaffen können, wenn wir nicht mitmachen. Weil, schon mal umgekehrt. Ich bin jetzt der große Bildungsguru, ich stelle mich auf die Bühne und sage, Schulen gehören so. Und die Mami sagen alle, interessiert uns nicht. Ja. Und die Bauträger sagen, wollen wir nicht. Aber dann kann ich vielleicht mit meinen Händen eine Schule hinstellen. Aber ich kann nichts ändern. Ja. Das heißt, es geht immer darum, es ist ein Krieg, der hier stattfindet. Genau. Und es geht immer um unsere Gedanken, um die Gedanken der Kinder. Und wenn ich denen einrede, ja, das und das und das wird passieren, erstens einmal arbeiten wir dauernd mit unseren Gedanken dorthin, ob du es jetzt Placebo, Nocebo-Effekt oder was auch immer haben möchtest. Ja. Und dann spielt sich das ein, wir setzen es auch noch um und dann sagen wir, ja, es ist passiert. Und darüber geht das Spielchen eigentlich. Richtig. Dass sie uns dauernd Szenarien hinstellen, und denen wir auch in Panik sind. Wenn ich in Panik bin ich in diesem Notfallmodus, dann suche ich irgendwo rettende Hilfe. Der Staat schaut stark aus, da gehe ich hin. Absolut. Schau dir mal die letzten 70 Jahre an. Wie oft ist uns das Öl schon ausgegangen? Ja. Seit es Zeitungen gibt, sagen die, das Öl geht morgen aus. Ja, ich erinnere mich an das Ozonloch und an das Waldsterben. Und Ozonloch, Waldsterben, saurer Regen, Kältezeit gab es in den 70er Jahren. Also das heißt, wir brauchen mehr CO2, wir gehen auf Kältezeit zu. Alle paar Jahre gibt es ein anderes Ding. Hauptsache, wir bleiben in Angst. Aber wenn wir jetzt nur mal das Ölthema hernehmen. Und ich bin sehr für Umweltschutz. Weil mit dem, was da aktuell passiert, überhaupt nichts zu tun. Nee. Umweltschutz und Klimaschutz sind zwei Paar Schuhe. Ja, ich richtig. Bin
dass wir unseren Scheiß nicht in die Meere schmeißen und nicht irgendwo in die Wiese, da bin ich absolut dafür. Aber jetzt zum Thema, uns gehen die Ölquellen aus. Ja. Woher weißt du, dass das wirklich fossil ist, das Zeug? Und jetzt frage ich dich, du hast schon ein, zwei Jahre auf dem Planeten gelebt. Von wie vielen versiegten Ölquellen hast du gehört? Ja. Und ich habe die Frage vielen Menschen gestellt. Und ich habe die in Arabischen Emiraten Menschen gestellt. Und ist schon mal so ein Ding versiegt? Und dann merkst du so, vielleicht wurde uns ein Mist erzählt, wie Öl hergestellt wird. Ja, vielleicht wird uns viel Mist erzählt, um uns einfach auch ängstlich zu halten. Also, das ist ein riesen anderes Thema, aber ich habe da ein paar Leute kennengelernt aus dem Arabischen Emiraten und so, die auch gesagt haben, du, das Zeug kommt schneller, als wir pumpen können. Und das hat mit dem, wie sie uns erzählt haben, wie Öl entsteht, gar nichts zu tun. Aber riesengroßes anderes Thema. Wahnsinn. Also es geht immer um Verunsicherung. Es geht um Manipulation durch Angstnarrative. Als Herrschaftsinstrument, wir kennen das von den Römern, ne? Teile und herrsche. Zum fossilen Brennstoff nochmal. Warum gibt es Länder auf dem Planeten, und die gibt es, ich war dort, ja, Afrika und Südamerika, wo der Benzin und der Diesel um 6 Cent verkauft werden? Und es ist nicht so, als würden sie es ihnen dort schenken. Es ist nicht so, als würden die Ölkonzerne dort arm ausschauen. Und bei uns kostet ja das X-fache. Denkst du, irgendwas habe ich hier nicht ganz verstanden. Oh, wo ist die Kohle? Wer kriegt die Kohle? Ja, ja. Was läuft da? Das Gleiche mit dem Strom. Ja, ja. Ganz viele Länder, also die wissen gar nichts von einer Strom- und Energiekrise. Und, ja, aber ich frage mich dann natürlich, ist natürlich naheliegend, warum klappt das hier in Deutschland so, dass die Leute alle in Hysterie sind und so dermaßen durch den Wind im Moment alles läuft? Das kann ich, glaube ich, recht gut beantworten. Es ist meiner Meinung nach das stärkste Volk. Es hat jetzt nichts mit Rassenüberlegenheit oder sonst irgendwelche Gedanken, die mir da immer angedichtet werden, zu tun, sondern es gibt nun mal Völker, die sind einfach körperlich stärker. Wenn du gegen Afrikaner laufen willst, ja, die haben zum Beispiel einen erhöhten Wadenpunkt, das habe ich in der Leichtathletik schon gelernt, die Wade ist näher beim Knie, der hat einen stärkeren Drückpunkt beim Sprinten und beim Laufen. Da bist du physiologisch fast machtlos. Ja. Die Chinesen haben eine beweglichere Wirbelsäule. Versuch mal gegen so eine alte peruanische Mami den Berg hochzulaufen mit 50 Kilo Kartoffeln am Rücken. Da gehen bei uns die starken Männer ein. Aber die deutsche Kraft war dieser Erfindergeist und die ganzen Künstler, die Denker und die Dichter. Wo kamen die her? Ja. Wie viele Denker, Dichter und Künstler kennst du, die aus, keine Ahnung, Djibouti kommen? Wie viele aus Ghana? Wie viele aus Brasilien? Wie viele aus Kanada? Und wie viele gibt es hier in unserem kleinen Raum? Und die ganze Welt kommt hierher zu Mozart, zu Goethe, zu Beethoven und Co. Und wenn ich etwas Neues erschaffen will, muss ich es zuerst im Geiste machen. Und nochmal, das ist wiederum keine Wertung. Wenn ich mir was ausdenke und dann produziert es niemand und dann liefert es niemand aus und niemand macht die Verpackung, dann habe ich auch nichts davon. Aber dieser erste Schritt ist geistig. Wie man ein neues Miteinander gestalten kann. Wie man neue Energietechniken machen kann, wie man neue Erfindungen, die kommen fast alle von hier, die Erfindungen weltweit, und viele sind geraubt worden, ja, Paperclip, könnte man lang reingehen. Das heißt, dieser neue Start, der beginnt in meinen Augen im deutschsprachigen Raum. Und deswegen muss ich die am stärksten unten halten. Und ich bin viel auf der Welt unterwegs und viele sagen dir auf der restlichen Welt, wir bewundern unseren Erfindergeist. Ich weiß nicht, wer das jetzt gesagt hat, wo es geheißen hat, es gibt nur ein Land der Welt, da kannst du ein Telefonbuch nehmen, du wählst 10 beliebige Menschen, die setzt du auf eine einsame Insel aus und nach einem Monat kommst du dorthin, du kannst was kaufen, das funktioniert. Ja. Das gibt es nur hier. Und nochmal, das ist keine Rassenwertigkeit, wenn das jetzt wieder irgendjemand sieht, sondern es braucht alle in der Kette. Aber genau das ist ja verrückt, dass jetzt die Medien und die Regierung, die würden jetzt sofort aufschreien. Und sagen, ne, Nazi-Rechts, Nazi-Rechts. Das ist ja... ja bin ich ja sowieso schon. Ja, ich bin für absolute Gleichberechtigung. Aber jeder hat Stärken und Schwächen. So wie Mann und Frau, die super zusammenarbeiten. Aber wenn wir jetzt die Frauen die Straßenarbeit machen lassen und die Bergbauarbeiten machen lassen und die Kriege führen lassen und wir die Babys großziehen, biologisch nicht unbedingt gut, wird nicht funktionieren in dem Sinne, sondern...
Wir haben in gewissen Bereichen Stärken. Ja. Und die sollten wir ausnutzen. Und es gibt nun mal Völker, die sind immens körperlich zäh und stark. Und auch hier, das ist jetzt wieder, wenn wir ein Produkt erschaffen, ja, egal was das jetzt ist, ob das ein Auto ist, ob das ein Gemüselager ist, es gibt die verschiedenen Schritte. Und wenn ich jetzt hier bei mir bei der Bildung mir was ausdenke, dann sehen mich alle als Erschaffer, sage ich. Wenn ich niemanden habe, der mir die Grafiken macht, wenn ich niemanden habe, der mir meine ganzen Gruppen koordiniert, lieben Dank an die Mami-Armee hinter mir, ja, dann funktioniert das alles nicht. Das sind alles Zahnrädchen. Aber das Startzahnrädchen ist meiner Meinung nach Deutschland. Weil einfach sich herausgestellt hat durch die Jahrtausende, dass da die größten Denker und Dichter herkommen. Also werden die sich wahrscheinlich was überlegen, wie wir neue Bildung, neues Gesundheitssystem, neues Energiesystem in die Welt bringen können. Wenn ich die aber dauernd in Angst halte und in einer Käseglocke halte, in einer mentalen Käseglocke und in einer Bildungskäseglocke und vor allem in einer medialen Käseglocke. Wenn du dir Nachrichten aus Brasilien, Russland, China und Amerika anschaust, die lachen sich kaputt. Also, es ist wirklich wie so eine Medienglocke, die über den deutschsprachigen Raum drüber sitzt. Ja. Außerhalb existiert nichts und das glauben wir halt. Ja. Die wollen uns zeigen, dass wir die Schwächsten sind für den ersten Schritt, aber ich sage, es ist genau umgekehrt. Ja, ja. Weil sonst müssten die das Theater nicht veranstalten. Das ist ja genau das, was wir in den letzten Jahren, aber auch schon Jahrzehnten erleben, diese zunehmende Infantilisierung der Gesellschaft, diese Oberflächlichkeit, die eben auch mit einer Reizüberflutung, Informationsüberflutung einhergeht. Also wir werden im Nebel gehalten. Ich hatte neulich einen interessanten Gedanken, wo ich mich gefragt habe, warum ist jetzt gerade die Bemühung, so aktuell Cannabis zu legalisieren? Also so wie Alkohol. Ne? Also warum jetzt, also geht es jetzt wirklich um eine weitere Sedierung? Also so wie Huxley's Soma? Ne? Oder weil es findet ja da keine spirituelle Entwicklung statt, wenn du jetzt heilige Medizin als Vergleich nimmst. Ne? Also Hanf ist eine super Nutzpflanze, aber ich würde es nicht rauchen. Ja, ja. Ja, also ich würde essen und Haus bauen und Quant machen und also du kannst geniales Zeug, aber rauchen würde ich es nicht. Ja, ja, ja. Aber das ist schon verrückt, ne? Also dann, ich komme ja immer wieder so in diese Schleifen rein, wo ich sage, guck mal hier, lest mal wieder Schöne neue Welt oder 1984 und dann siehst du. Rot und Spiele. Ja, wir haben im Moment so eine Mischung aus beiden. Ne? Das ist völlig irre. Aber aus Chaos entsteht Ordnung, wie es so schön heißt. Vielleicht müssen wir genau dadurch. Das ist ja auch, ne, aber es ist ein wirklich interessanter Gedanke, den du da hast. Ja, natürlich ist gerade hier der Knotenpunkt, wo alles im Moment in Frage gestellt wird, wo eben auch Identitäten aufgelöst werden, wo wir eben auch nicht mehr wissen, welchen Geschlechtswerdegang ich jetzt haben werde oder. Das ist ganz einfach. Du stellst dich vor eine Menschenmenge und fragst, wer ist nicht aus einer Frau geschlüpft? Ja. Welche Frau wurde von jemand anderem als einem biologischen Mann begattet? Und wenn wir ein paar Skelette ausgraben würden, dann siehst du am Beckenwinkel, ob das ein Mann oder eine Frau war. Da kannst du rumverändern, was du willst. Ja. Und ich mache da jetzt ein ganz klares Statement dazu. Ich weiß, was da in Community und sonstiges ist. Ich habe Freunde, die sind schwul, ich habe Freunde, die sind Lesben, ich habe Freunde, die haben sich umoperieren lassen. Habe ich kein Problem damit. Ja, bei mir auch. Eine gute Freundin, die hat von Geburt an gemerkt, ich bin im falschen Körper. Die hat das gedacht, da ist irgendwas schiefgelaufen, sagt, das stimmt nicht. Und soll die machen? Wunderbar. Ja. Ich finde, jeder sollte in seinen vier Wänden ausleben, was er will. Ja, ob er dort Allah, Buddha, Jesus oder die Taschentuchbox anbetet, ist mir vollkommen egal. Wenn er mir aufzwingen will, was ich darüber zu denken habe, dann habe ich ein Problem damit. Richtig. Wenn er meinen Kindern halbnackt irgendwo Eier ins Gesicht hält und ihr das in die Kinderbücher hineinschreibt, dass das jetzt die neue Normalität ist, dann ist hier eine ganz klare rote Grenze überschritten. Und da ist Ende. Ja. Mach in deinen Verwenden, was du willst. Sag mir nicht, wie ich darüber zu denken habe. Und es ist genauso, ich esse anders, du lebst vielleicht anders. Ich habe kein Problem, wenn du Cannabis rauchen würdest. Wäre mir egal.
Wenn du mir jetzt aber erzählst, dass ich das gut finden muss, sonst bin ich nichts mehr wert und sonst gehöre ich von den Medien verhetzt und sonstiges, dann habe ich ein Problem mit dir. Das Gleiche mit den Religionen. Ob du Buddha oder Jesus anbietest, ist mir scheißegal. Und wenn du mir sagst, hey, lass uns mal über Buddha reden, weil ich glaube, Carlo, das würde dir gut tun, sag ich gerne, lass uns darüber reden. Wenn du aber sagst, du bist nichts wert und wenn du nicht meine Meinung im Buddhismus akzeptierst, dass die einzig wahre, dann gehen wir in den Krieg, sag ich, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Und da erkenne ich eine Verdrehung, wenn man sagt, wir sind, ich sag mal, Woke kommt ja von Erwachen, Awake, und Diversität bedeutet, na, also man inkludiert und hat eine unendliche Vielfalt, aber im Grunde genommen, für mich, nach meiner Empfindung, und ich stimme dir hundertprozentig zu, was du gerade gesagt hast, ist das ein trojanisches Pferd. Absolut. Und wie sagen die Amerikaner, weil das ja die Firmen jetzt immer mehr merken, go woke, go broke. Ja. Es geht eh nach hinten los. Es spielt alles für uns. Es passt eh im Endeffekt, ja. Vor allem, es geht auch da wiederum um eine Spaltung. Und je kleiner die Gruppe sich spaltet, desto geringer ist die Möglichkeit der solidarischen Befreiung. Absolut. Absolut. Ja. Und wenn du das vor 20 Jahren jemandem erzählt hast, dass ich Geschlecht 428 von links bin, hätte jeder einen im Kopf gehabt und gesagt, Alter, denk mal nach. Aber wenn du das ihnen reinpflanzt, von klein auf, dann glauben das die Menschen. Man kann ihnen so viel einreden, wenn man es nur oft genug sagt. Deshalb geht man dann an die Kinder ran. Und Absolut, weil die noch offen sind dafür. Und da hat es mal, in 60er Jahren war das, leider ein sehr hässliches Experiment gegeben. Also, bin absolut nicht für sowas, hat es aber gut gezeigt. Da hat man ein paar Babys nie gesagt, dass sie gehen sollen, sondern die haben das versucht aufzustehen, was sie natürlich machen, und sind wieder hingefallen, was normal ist. Und dann hat man ihnen jedes Mal gesagt, na, du bist eh zu blöd, bleib beim Krabbeln. Du schaffst es eh nie, dass du gehen kannst. Die sind jahrelang weitergekrabbelt. Nur weil wir ihnen eingeredet haben, dass sie zu blöd sind zum Gehen und kein Baby war bis jetzt zu blöd zum Gehen. Aber da sieht man, was man machen kann mit so einem Menschen. Das erinnert mich an dieses Experiment mit dem Elefanten, den man zuerst an die Kette legt und dann nachher nur noch an einen Faden hält. Ja. Da Ich kenne bleibt das auch aus Peru, wo sie das auch mit Tieren gemacht haben und Pferden und so. Und da siehst du, die hängen den an einem Baum, der ist so dick. Ja. Wenn der nur mal Nieser macht, ist der Baum draußen, aber der bleibt da ganz brav. Aber ja. Aber wir sind viele und wir werden immer Richtig. mehr. Ricardo, es war mir wieder eine Riesenfreude mit dir. Es ist total schön. Ich könnte noch sehr, sehr lange mit dir reden. Lass uns weitermachen an anderer Stelle, zu anderer Zeit, aber auf diesem Kanal, das hoffe ich. Und ich danke dir. Ich danke dir für deine Impulse, für deine wundervolle Arbeit und für unser Gespräch. Vielen Dank für deinen Einsatz und bis zur nächsten Runde. Sehr gerne. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Tschüss.